Die S-Bahn-Linien 1, 2, 8 und 9 der S-Bahn Rhein-Main fahren vom Frankfurter Hauptbahnhof aus in Richtung Osten durch den Frankfurter und den Offenbacher Citytunnel. Anschließend verteilen sie sich auf die Strecken nach Rödemark-Oberroden, Dietzenbach und Hanau. Und genau diese drei Strecken östlich von Offenbach möchte ich euch in dieser Kompakt-Doku einmal kurz vorstellen. Der Citytunnel Offenbach ging 1995 in Betrieb. Zeitgleich nahm auch die S-Bahn-Strecke nach Hanau ihren Betrieb auf. 2003 folgten die Strecken nach Oberroden und Dietzenbach. Seitdem verkehrt die S1, deren westlicher Startbahnhof Wiesbaden Hauptbahnhof ist, bis Rödemark-Oberroden, die S2, die westlich in Niedernhausen im Taunus startet, bis Dietzenbach Bahnhof und die S8 und 9, die westlich ebenfalls in Wiesbaden starten, bis Hanau Hauptbahnhof, wobei die S8 außerhalb des Berufsverkehrs in Offenbach-Ost endet. Alle Linien sind grundsätzlich im 30-Minuten-Takt unterwegs, S8 und S9 ergänzen sich aber zum gemeinsamen 15-Minuten-Takt. Außerdem sind die Linien S1 und S2 im Berufsverkehr ebenfalls viertelstündig unterwegs, die S1-Verstärker fahren westlich allerdings nur bis Flörsheim bzw. Hochheim. Eingesetzt werden auf der S1, 8 und 9 die Triebwagen der Baureihe 430, Baujahr 2014, mit 184 Sitzplätzen. Und auf der S2 die Triebwagen der Baureihe 423, Baujahr 1998, mit 192 Sitzplätzen. Auf allen Linien kommen zu Spitzenzeiten Dreifachtraktionen, sogenannte Langzüge, zum Einsatz. Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge beträgt 140 km/h, auf unseren Strecken wird aber maximal 120 km/h schnell gefahren. Schauen wir uns nun die drei Strecken noch etwas genauer an. Die Rottgaubahn ging 1896 als Bahnstrecke vom Offenbacher Hauptbahnhof bis Rheinheim in Betrieb. 1965 wurde der Verkehr zwischen Dieburg und Rheinheim eingestellt. Ab 2001 wurde die Rottgaubahn zwischen Offenbach und Oberroden dann zur S-Bahn ausgebaut und erhielt dabei ein zweites Streckengleis sowie eine Oberleitung. Der südlichere Abschnitt bis Dieburg zählt zwar bis heute offiziell zur Rottgaubahn, ist aber betrieblich gesehen vollständig mit der Dreieichbahn nach Frankfurt erschlossen. Die S1 nach Rödemark-Oberroden konnte dann wie angesprochen 2003 in Betrieb gehen. Zwischen Offenbach-Ost und Rödemark-Oberroden liegen seitdem 9 Bahnstationen, wovon bis auf Obertshausen, Weißkirchen und Rollwald alle Außenbahnsteige besitzen. Für die 20,4 Kilometer lange Strecke benötigen die S-Bahnen 25 Minuten. Während die ersten zwei Halte noch zu Offenbach gehören und Obertshausen eigenständig ist, gehören Weißkirchen, Hainhausen, Jügesheim, Dudenhofen, Niederroden und Rollbach zur Großgemeinde Rottgau. Endstation ist dann in Rödemark-Oberroden, wo wie schon angesprochen Übergang zur Dreieichbahn nach Dieburg und über Dreieich nach Frankfurt besteht. ...1898 ging in Biber eine Zweigstrecke nach Dietzenbach in Betrieb, auf der bis 1982 Personenverkehr stattfand. Anschließend gab es nur noch einzelne Güterzüge bis Steinberg. Nachdem die Strecke 2001 für den sogenannten Hessentag in Dietzenbach bereits für Sonderzüge genutzt wurde, startete dann zeitgleich mit der Rottgaubahn ein Ausbau zur S-Bahn, der 2003 abgeschlossen war. Die Strecke besitzt heute 4 Stationen, eine in Heusenstamm und 3 in Dietzenbach. Ab Dietzenbach-Mitte ist die Strecke eingleisig. Für die 12,4 Kilometer von Offenbach-Ost bis Dietzenbach benötigt die S2 13 Minuten. Zuletzt gibt es noch die Strecke nach Hanau, die bereits seit 1873 existiert. Die für uns relevanten extra S-Bahn-Gleise gingen aber erst 1995 in Betrieb. Sie sind bis auf den Abschnitt zwischen Mülheim und Dietesheim eingleisig. Unterwegshalte sind Mülheim, Mülheim-Dietesheim und Hanau-Steinheim. Zwischen Dietesheim und Steinheim wechseln die S-Bahnen dabei von der südlichen auf die nördliche Seite der Strecke und zwischen Hanau-Steinheim und dem Hanauer Hauptbahnhof wird der Main überquert. Endpunkt ist dann nach 11,3 Kilometern und 11 Minuten in der Großstadt Hanau, wo Weiterreisemöglichkeiten in nahezu alle Richtungen bestehen. Damit wäre ich auch am Ende dieser Vorstellung der S-Bahn-Linien östlich von Offenbach angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ausführliche Informationen erhaltet ihr in der Langform der Doku,
die demnächst hier erscheinen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.